Hallo und herzlich willkommen in Cookie Town. Hier ist wieder euer Bürgermeister Cookie Prime. Warum winke ich überhaupt? Hier sieht mich doch sowieso kein Schwein. willkommen zu Phase 3 der Vorbereitung der Titan Masters. Jetzt ist der Wüsten-Titan dran. Heute mein Co-Moderator, wenn sie denn mal da ist. Dann wir können loslegen, wir gehen jetzt da rein. Hier ist die Voraus. Ich muss aufpassen, dass ich nicht versehentlich den Feuer gerade. Oh verdammt, da ist er auch das schon der Stein. Ist der hier vorgeflüchtet oder was? Wir sind schon ein Stück drin, ja. Ich merke, ich versuche hier gerade allen Tieren direkt auszuweichen, ohne einen Treffer zu kassieren. Komm drauf. Die tun mir auch nichts, aber die wollen wieder angreifen. Wieder rumfliegen. In das Loch, in das Hole da oben. Easy. Und? Richtig, ja. Oder neben gehüpft. Egal, zwei Sprünge. Und wieder daneben. Aber ich brauch keine Abkürzung, wenn die mich ignorieren, die Gegner. Ich schau mal, dass da nichts uns angreift. Oh je, und hier wieder. Du hast das Artefakt eingesammelt, oder? So, jetzt ist ich hab's eigentlich. Also, das wäre sorry, aber da durchzuhüpfen hat mich mehr Zeit gekostet, als da einfach durchzurennen. Dann brauchen wir zum Respawner. Ich kann da durch einen. Ich hab den unsichtbaren weg. Oh, den gleich raus oder oben? Ne? Mach da auch mal da oben. Komm. Renne. Und ich hüpfe. Und bin zu spät gehüpft. Wie vor den Stein gedotzt. Bin nur in die Höhe gehüpft. Aber der Neck ist eigentlich nur ein erweiterter Attack-Anzug. Aber von hier aus komme ich jetzt darüber gehüpft. Mit Style. Ja, und mit, ja, geht voll in die Knie, aber sieht Schweine cool aus. Geht das? Komm ich da hinten hin? Sieht so aus. Passt. Guck, sieht das aus wie ein Dodo? Ja, das ist doch ein Dodo. Nee, ein Trodon ist das. Trodon? Ich glaube, es ist ein Trodon, ja. So, alle bereit? Bin bereit. So, ich muss aussteigen. So. So, und von hier aus lasse ich echt von dem Ton alleine und so, oder? Ich mal mein Mikro aus. Nur mein Hintergrundgeräusch gibt es eigentlich. So, immer abgeschützt zu meinem Samstag-Computer. Ich kann aber noch gerade nicht kleben. Das muss ich später machen. Die Mama kann das aber besser mit dem Kleben. Ah, ja, ich sehe diese Überraschung sei mit Dinos drin. Wer hat eigentlich das Licht ausgemacht?
Also wir starten einfach mal mit dem linken Flügel, hätte ich gesagt. Versuche ich meine taktische Position zu finden. Aber ich dachte jetzt bestimmt durch gegen das Feld und das Flügel. Ja, cool. Wenn ihr mal die Gelegenheit habt zu landen, vergesst nicht eure Eulen und folgen, weil ich habe das nämlich vergessen. Weil dann kennt ihr, wenn ihr dismounted werdet, dann sind die schnell genug unten, bis ihr am Boden seid. Ja, guck, jetzt habe ich gerade die taktische Sicht an, aber der Titan ist einfach zu weit oben. Ich hätte doch mal die Zoe mitnehmen müssen und das Quetz, dieses Quetzflieg, dann hätten wir das viel cooler gekriegt, auf Video gekriegt. Aber wir gucken, dann gucken wir noch das Premium an. Jetzt schon mal aufgehört. Ich finde hier leider überhaupt keine erhöhte Position durch. Also taktischen Einricht von oben. Ja, ich muss jetzt eigentlich so ein Quetz über ihm stehen. Damit ich. Aber der würde sofort meinen Quetz attackieren, das wäre das Problem. In der Mac bin ich zwar unsichtbar, aber mein Quetz ist nicht unsichtbar für ihn. Und Skiff attackiert er wahrscheinlich auch, oder? Na, das könnte. Ja, das könnte sein, dass er jetzt nicht attackiert, aber den Fahrer vom Skiff. Der wird vermutlich attackiert. Ganz spektakulär unter ihm fast aufgeschlagen, an ihm angedonnt. Okay, linker Flügel ist offen. Na, er steht auch gerade so drin. Sollte er getroffen haben. Wo denn? Bau, schaut ein Dino aus. Sehe ich nicht. Oh doch, da ist was. Das war Schaden. Eigentlich, die müssten ja irgendwie... Ja, die greifen an. Die machen seinen Flügelschrei. Ich kann auch versuchen, jetzt mal über ihn zu betreten. Guck mal hier, von oben. Oh. Ja, aber ist gefährlich. Dann kriegt er Schaden. Dann geht mein ganzes Mech kaputt. Wo gerade ein bisschen zu schießen dabei. Falls ihr Leben verliert oder eure Eulen landen und hochheilen, das sind genug, dass wir uns abwechseln können. Ich hab Licht dabei, ja. Ja, Feuerwerk. Ja. Welchen Code? Ja, mit dem verbunden. Ja, der QR-Code. Wenn ich mal wüsste, wo ich hinfinde, ne? Aber es ist leider etwas dunkel und das ist überhaupt nicht sehe gerade. Meine Gamma ist schon extrem hoch. Ey. Da ist noch. Guck mal, dass jetzt von hinten an.
von da drüben. Klar, voll im Pfad. Das ist schon fast. Ich mach hier den Jump. Ach nee, das geht nicht, weil da die Tech-Kuppel drauf ist. War ja klar. Die beste Position, ne, fürs Video ist natürlich blockiert durch die Tech-Kuppel. Ah, das ist die dritte Stelle, die Party kommen soll. Aber weißt du was? Ich komm schnell runter zur Kuppel und lade dich in die Party an. Ja, nicht so schlimm. Ich bin vor der Kuppel. Nicht so schlimm, alles cool. Kann mich ja vor die Kuppel stellen. Wenn ich nicht. Ja, passt das. Okay. Ich mach eh immer mal Jump. Okay. Ganz lustige. Dann sieht man ja nochmal Aua zwischendurch von oben. Ich war ja sowieso fix der Annahme, dass du mit deinem Tropia kommst. Ohne kenne ich dich ja gar nicht. Ja, ich bin jetzt mein kleines Aufnahmestudio. Und für die Kamera ist einfach, also ich habe halt gemerkt, dass er in Sachen Aufnahmen ist der Mac einfach besser, weil er von den Feinden nicht beachtet wird. Mhm. Ich werde halt nicht zusätzlich als Ziel. Ich bin kein zusätzliches Ziel. So greife ich halt auch nicht bei euch im Kampf ein. Ja. Und hätte ich geschafft, oben auf den Orb zu steigen, dann hätte ich natürlich in der RTF-Ansicht alles angucken können gerade. Ja, warte mal, wenn ich Glück habe. Ja, ich Glück. Bin noch gut ausgerüstet. Ich pack jetzt mal kurz den Mac ein. Und verfrasse meinen Hintern auf die oben auf den Obelisten. Mit dem Mac. Ich hab da einen Tech-Anzug an. Ganz cool, wenn ich hier oben auf den Obelisten draufklicken könnte. Mal alles in RTF danach. Ja, erst wenn die erste Not zerstört, oder wenn die erste kaputt ist. Ah, die erste ist kaputt. Erst bis dann. Also jetzt der rechte Seite. Jetzt fängt er mit dem Schwanzschlagen an, ja. Der macht auch richtig Schaden, also. Das ist ein unechter Obelisk. Wenn ich darf nicht zu nahe kommen, weil sonst werde ich auch angegriffen. Ich darf nicht angegriffen werden, ich bin nur Kameramann. Tanker wäre jetzt auch cool, wenn ich eins hätte. Das elektronische. Nee, brauch ihn nicht. Dafür bin ich einer der einzigen drei Leute auf dem Cluster, die den Exomech benutzen können. Das reicht mir schon. Ja, andere haben nicht so viel Glück. Nightmare zum Beispiel, die kriegen nur bei jedem dritten einen. Der Stamm heißt so. Ja, zwei Leute haben halt erst dann getestet, ob das nicht vielleicht ein bisschen overpowered ist oder so. Ja, eben, also, weil jeder erstmal skeptisch war, ob das nicht einen zu großen Vorteil gibt und so. Aber nee, ich habe selber gesagt, ich habe das dann auch einen Abend vorher testen können in Ruhe. Und der Marcel hat es auch vorher nochmal 24 Stunden vorher getestet, um da Feedback zu geben, und sind eher angenehm als andere, weil halt du kriegst halt, es ist halt GPS und Ferngas in einem. Dafür kann man es halt nicht auf einem Tier verwenden. Ja. Ja gut, doch, du kannst es auf Tieren verwenden, wo du auch eine Waffe benutzen kannst. Ja. Wenn man halt mit No-Vogel unterwegs ist, dann
auf dem Skiff ist das natürlich das Teil halt mega praktisch. Ich bin halt entweder mit dem Exomec oder mit dem Skiff unterwegs in letzter Zeit. Nur zum Voidweibern jagen bin ich auf dem Tropio. Ich habe heute erst einen verloren. Das mein zweiter Tropio überhaupt, den ich verloren habe. Nein, das ist gut. Ja, haben sie schon, weiß ich. Ich habe auch schon gestern Abend noch ein. Also ich bin sofort rausgegangen, der erste Voidweiber, den ich getroffen habe, war 222, den habe ich natürlich mit dem Perfect Time einkassiert. Jetzt habe ich einen 332er Voyager stehen. Und den 216er danach, den habe ich leider ein bisschen vergeigt. Gib mir da einen Blitz mit. Nein, nein, meine Eule wurde abgeworfen und sie kommt mit der Blitz an. Ja, meistens ist es so. Also ich bin trotzdem, ich bin jetzt im Tech-Anzug über euch und bin trotzdem auch in Entfernung, dass ich nicht vollständig ignoriert werde. Ja. Sollte wieder offen sein. Die doch nicht versuchen sollen. Also den Blitz nicht ohne Mount versuchen zu platzieren. Was ist dumm? Okay, da bin ich gelandet. Den Aufnahmejob ziemlich entspannt, muss ich jetzt sagen. Ich habe nichts weiter zu tun, als aufzuzeichnen und rumzufliegen. Das ist mein ganzer Job beim Titan Master. Und na gut, beim King Titan dann später noch ein bisschen Koordination. Weil ich halt in der Luft den kompletten Überblick über das Schlachtfeld habe. So wie es aussieht, sind wir 33 Leute, die an dem Bossfight teilnehmen. Ja, habe ich gelesen, ja. Wenn es mein Schwager noch schafft, sind wir sogar 34. Er übernimmt mit mir die Luftüberwachung. Mal Leiche.
Ah, drauf an, okay, drauf an. Ja, ist hier schon drauf an. So, das war eine, das sind die dritte Aufnahme im Bunde. Dann habe ich die Titanen, die Klingen alle fertig für heute. Yeah. Ich bin zu wenig schlafen gewesen. Ich bin heute Nacht um 3:30 ins Bett und durfte um 7:30 wieder raus, weil dann der Eistitan anstand. Das ist aber so souverän gemeistert, also teilweise habe ich so epische Szenen, weil ich auch perfekt stand. Das sollte ja mal halten. Die ist gerade im Felsen. Ja, dann nutze ich die Pause und heile mal meinen Vogel hoch. Das geht sogar. Er ist vor allem ziemlich tief gerade. Also. Da darfst du jetzt halt nicht aufhören. Das dauert noch lange. Guck, da ist die Stelle. Perfekt. Und jetzt müssen wir die da machen. Guck, jetzt dreht er dich erstmal. Hier, den da. Da ist die. Geht auf Tübi. Ja. Und er ist noch voll leicht. Also der Balken sieht auf jeden Fall noch voll aus. Der hat noch nicht wirklich was verloren, wir haben auch noch nie zugebissen, also. Könnte man jetzt sogar schon machen, um das zu beschleunigen, aber ich glaube, wir machen das jetzt so fertig. Ja, besser ist es. Umso weniger, umso besser. Genau. Das kannst du auch töten, klar. Ist. Aber für den Boss brauchst du die am Leben. Müssen die am Leben sein. Deswegen machst du diese schwarzen Stellen an ihm weg. Dann gehört er dir. Aber auch nicht lang. Nur für einen Tag. Ja, Routine, weil beim Standard-Sniper, als er den Eis-Titan gemacht hat, das sah schon sehr routiniert aus bei ihm. Ja. Jetzt müssen wir ein bisschen wieder in diesen Druck, weil ich gerade auf ein bisschen sehr nah rankomme. Was ist das jetzt für einer? Was ist das jetzt für ein Dino? Das steht auch auf dem Zettel drauf. Von dem. Bestimmt. Der ist hinter dir, auf dem Sofa. Auf dem Zettel. Was das für ein Tier ist. Eine Überraschung. Seit wann steht ihr nur überrascht, ist eigentlich nur drauf, welches Tier was ist. Ist ja voll uncool. Ja. Was verteidigt sich? Aber es steht gar nicht auf dem Zettel drauf. Komisch. Schade.
Erinnert mich irgendwie, sein Schwanzschlag ist, erinnert mich irgendwie an eine Kuh, die versucht, die Fliegen zu verscheuchen. Passt auch ungefähr vom Größenverhältnis. Ja, genau, und die Spieler sind die Fliegen, genau. Boah, 2000 Schaden. Was ist denn das kassiert? Auf ihn zu lohnen. Der sieht fast genauso aus. Also hier in Ark sieht er so und genauso aus, der Trodon. Nee, die können nicht fliegen. Aber ich glaube, dass die gleiten können. So ein bisschen. Genau. Höher, glaube ich. Mal hier. Ja, jetzt ist sie, glaube ich, da. Oder? War er auch schon am überlegen, ob das vielleicht sogar mit dem Tod unmöglich ist, ihn zu sehen. Bestimmt, also mit, kann man ja danach. Tropio meine ich. Ja. Dann kann man ja dann schön links-rechts lenken und nicht nur nach vor. So. Ja, weil der von oben einen Sturzflug auf die aber der würde unmöglich die Schaden treffen, oder nicht? Nein, ah, ja, kann nicht, das stimmt, er hat ja keine Rüste mehr. Nicht der Trophäe, oder? Nicht wegen der Trophäe, sondern wegen dem Titan tot. Der Titan frisst zu viel Schaden durch den Trophäe. Den Trophäe trifft er niemals. Okay. Ja, nee. Themen mit dem Trophäe. Ich glaube schon, dass das möglich ist, aber never auf Alpha. Halt einen Gamma dann, ja. Wenn überhaupt, ja. Weil er zu viel Schaden kassiert. Da ist bestimmt, dass der Delphi ist besser, weil er schneller. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Delphi, ja, und eine Pro, wenn du Top-Piloten hast, sogar auch einfach. Aber aber der Titan kriegt den Propio und einfach niemals, aber ist es zu schnell. Ja. Ich hätte gerade nur eine Fabricated einstecken, aber ich greife ja nicht in den Kampf ein. Ja. Nein, ich darf nicht eingreifen. Ich bin nur der Kameramann. Mit dem Mac oben drauf, also wäre schon epische RTS-Aufnahme gewesen. Da bin ich mal gespannt, wie die Leute reagieren, weil den Waldtitan habe ich fast vollständig im RTS aufgenommen. Nur bei dem dabei, ja. Der letzte, weil er das letzte ist. Das ist gerade so hoch.
gepasst hat. Ja, Gott, hast du. Nicht direkt bei unserer Base. Aber wir bringen den gleich zu den anderen Titanen, dann siehst du die auch, dass wir sie gesehen haben. Ja, gar keine Ausrüstung mitnehmen. Ja, Eis ist der stärkste. Aber wenn Kinder, ja, dann kriegt schon das Titan und Rochen in der Eis und der Wüsten dann gut was gucken werden. Weil die halt beide auch einfach sind. Die Wüste ist noch Gamma. Rechten rum. Aber kann man, wissen wir ja, können wir ja nicht so genau nicht sagen. Also. Nee, kann ich nicht. Nein. Das muss jetzt nicht sein. Nein. Es ist Wochenende. Dann brauche ich jetzt keinen Mantel mehr machen. Schule, da war ich seit, boah, das ist 16 Jahren nicht mehr. Boah, ich bin schon länger nicht mehr in der Schule, als du alt bist. Gut, wird mal wieder Zeit. Ja, nee, die ist eigentlich nicht. Sind 798. Ha, ja. Und das mache ich während die, und das rechne ich während ich schon noch hier am Spielen bin, ne? Hab ich gesehen. Na, ich meine, bin ich bis jetzt als einziger zweimal schon gestorben, also. 5. Mein 200. Was? 3 plus 5. 3 plus 5. 2. Punkt 200. Das jetzt, wenn man jetzt nach Punkt nach vorne sieht, dann sind das 1403. Wenn man die Punkt vor Strich regeln folgt. Ansonsten sind es 10.000. Nein, warte. 20.000. Es gibt ja, es gibt eine ungeschriebene Regel in der Mathematik. Wenn du bei einer Mathematik, bei einer Aufgabe eine Minus und Plus hast und da in der gleichen Aufgabe auch eine Malrechnung drin hast. Oh, ich glaube, jetzt hat mich der Blitz erwischt. Dann rechnet man die Malaufgaben zuerst. Jo, ich wurde gekillt vom Wüstentitan. Coole Sache. Das gehört auch zur Aufnahme. Also gehört jetzt dazu, gehört jetzt eigentlich nicht dazu, aber ist halt lustig. Wo ist mein Bett? Cool. Ups. Ja, passiert, egal, ich bin gleich mit dem Tropio da. Der ist wieder gleich... Also du hast keinen Respawn-Punkt gesetzt. Nein, ich habe keinen Respawn-Punkt gesetzt, aber wo ist mein Vogel? Ja. Wo ist mein Vogel? Wo ist mein Düsenflieger? Ach, ja, wir sind inzwischen nicht fertig, weil so lange wird es nicht mehr dauern. Ja, das ist cool. Dann hole ich jetzt erstmal meinen Vogel aus. Ja, er ist hier. Hier ist mein Vogel. Mir wird die Note nicht angezeigt, nämlich die offene. Benzin. Hoppla, da war ich doch ein bisschen zu nah dran, würde ich sagen. Ja, das ist Peters Moin. Alles fertig, perfekt. Fertig, ja, cool. Ja, er wurde schon gerade eingeblendet. Coole Sache. ja, zum Ende nochmal ein kleiner Fail vom Kameramann. Cool. Ah, egal, ich probier's zurück und hol mir mal meinen Equip.
So. Ich habe gerade kein Maximum-Sattel für den Koko, das ist ein bisschen ekelhaft. Ein Maximum-Sattel ist ein Sattel mit dem höchsten Rüstungswert oder Angriffswert, je nachdem, was für ein Tier du hast. Stecken wir die Base ein, stellen sie oben auf. Ja, Vollpanne, aber ich beende damit auch die Aufnahme und sage auf Wiedersehen. Wir sehen uns dann beim King Titan, beim Battle. Yeah.